Es geht darum, dass in den letzten Jahren ja riesige Versäumnisse seitens der Landesregierung gemacht worden sind, was die Heimholung der Energie und des Stromes betrifft. Es wurde ja anfangs der 2000er mit der Liberalisierung des Strommarktes das als großes Ziel der Ära Durnwalder auch ausgegeben, diesen Strom heimzuholen. Die Wasserkraft, die bei uns ja auch irgendwo volkspolitisch beladen ist, zurückzuholen, dieses Unrecht, das von vielen empfunden wurde, wenn wir an den Reschensee denken und an andere Stauseen. Diese Heimholung hat sich aber nicht dahin ausgewirkt, dass die Südtiroler auch an der Energie teilhaben können im Sinne eines erleichterten oder günstigeren Strompreises. Jetzt redet ganz Europa von explodierenden Strompreisen. Wir hatten aber in den letzten 20 Jahren immer die höchsten Strom- und Energiepreise innerhalb Italiens. Das wird heute meist ausgeblendet, vor allem von den Verantwortungsträgern im jeweiligen Sektor, sowohl in der Landesverwaltung als auch in der Landespolitik. Warum haben wir hier große Versäumnisse gehabt? Es wurde einmal wurden handwerkliche Fehler gemacht bei der Übernahme sowohl der Kraftwerke als auch der Verteilungssysteme, denn es ging ja im Zuge der Liberalisierung darum, dass man die Aufgaben trennt: Produktion, Verteilung, Verkauf. Heute ist es nicht, weiß Gott, wie getrennt über die Landesenergiegesellschaft, die als Alberia fungiert, dann über die verschiedenen Verteiler, die auch Gesellschaften mit Landesbeteiligung sind. Also so weit getrennt sind wir heute auch nicht, und vor allen Dingen hat man es nicht geschafft, sich irgendwie loszukoppeln vom Tarifsystem der ARERA, also der nationalen Behörde. Und hier wäre ein erster Schritt, dass man hier aktiv wird. Direkthilfen und Soforthilfen, wie sie jetzt der Staat und das Land durchziehen bzw. geplant haben, nach langem Druck auch der Gewerkschaften, der Bevölkerung und der Oppositionsparteien, die können nie eine Hilfe sein bzw. eine Lösung sein. Sie sind eine schnelle Hilfe, eine kurzzeitige Entlastung, die aber in den meisten Fällen mit dieser Unatantum-Zahlung höchstens reicht, die nächste Stromrechnung für einen Haushalt zu begleichen. Aber schon bei der zweiten Rechnung ist man wieder am Limit. Es betrifft nicht nur Privathaushalte, es betrifft Betriebe. Und die Südtiroler Landesregierung versucht jetzt natürlich, diesen Ausgleich bzw. diese Direkthilfen, die der Staat gibt, ein bisschen anzugleichen an die Realität in Südtirol, weil wir einfach die höheren Lebenshaltungskosten haben und uns da auch diese Soforthilfen nicht in dem Maße helfen, wie sie uns vielleicht in einer anderen italienischen Region helfen würden. Wir kommen nicht drum herum, wenn wir die Leute nicht anlügen möchten, zu sagen, wenn wir die Strompreise wieder selbst mitgestalten möchten. Wir werden nie völlig unabhängig sein von den Faktoren der freien Marktwirtschaft und auch der internationalen und nationalen Beziehungen. Aber wenn wir sie mitgestalten möchten, dann müssen wir die Spielräume, die uns vom Autonomiestatut gegeben sind und die wir auf rechtlicher Ebene auch haben, ausnutzen. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir werden mit unserer Forderung, sofern sie heute vom Landtag oder morgen vom Landtag eine Mehrheit findet, nicht morgen oder in den nächsten Wochen bzw. bis zum Frühjahr günstigere Strompreise haben. Das wird sich nicht spielen. Aber wenn wir nicht jetzt beginnen, aktiv zu werden und ganz konkret uns auf diesen Ausbau der Autonomie hinarbeiten, dann verlieren wir noch mehr Zeit. Das ist Zeit, die den einzelnen Bürger Geld kostet, die unseren Betrieben Geld kostet und die unserem Land Geld kostet, das wir einfach nicht mehr haben. Und wir könnten jetzt über Stunden debattieren und eine ganze Liste und Reihung machen, was alles in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, was versäumt worden ist, was nicht gemacht worden ist. Aber es bringt uns nicht weiter. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und schauen, konzentrieren wir uns auf das, was möglich ist. Vor allen Dingen müssen wir ergebnisoffen arbeiten und auf allen Ebenen arbeiten. Das heißt, wir müssen auf den kleinen Ebenen von den Bürgergenossenschaften oder von den Erleichterungen im Photovoltaikbereich oder auch für Mini-Windkraftanlagen für den Hausgebrauch, die es ja auch in anderen Ländern bereits gibt, hier wirklich innovativer und offener werden und vor allem die bürokratischen Abläufe erleichtern und dann eben auf den verwaltungstechnischen Ebenen und auf dem Wechselspiel mit dem Staat, was eben Regulierung anbelangt, was Tarifzonen anbelangt, auch hier aktiv werden. Und dieser Spielraum ist auszureizen, und hier braucht es alle Kräfte und alle Ideen, und ich halte nichts davon, wie
es von Teilen der Südtiroler Volkspartei Usus ist, dass man von vornherein, bevor Sachen ausdiskutiert sind und eigentlich zu Ende gedacht worden sind, a priori schon Nein zu etwas sagt, wie zum Beispiel im Fall der Regulierungsbehörde, dass man da a priori schon gleich die Tür zuschließt, anstatt zu sagen, welche Möglichkeiten haben wir, versuchen wir sie auszureizen. Und wenn ich ein negatives Gutachten von einem Experten habe, lasse ich es noch einmal prüfen und muss versuchen, etwas rauszuholen oder ob es wirklich zutrifft, dass wir hier keine Möglichkeiten mehr haben. Denn das ist die Aufgabe einer verantwortungsvollen Politik und nicht eine Politik, die beim ersten Stolperstein oder beim ersten Widerstand sagt, na, hier können wir nichts machen, tut uns leid, liebe Bürgerinnen und Bürger Südtirols, hier ist uns der Weg gesperrt. Wir wären heute nicht hier, wo wir sind, auch mit unserer Südtiroler Autonomie, wenn andere Generationen so gedacht hätten wie die derzeitige Landesregierung. Deswegen bitte Reset, auf Null setzen und proaktiv für diese Energieautonomie arbeiten. Ein Teil davon ist auch das Bekenntnis im Südtiroler Landtag, dass wir sagen, wir bekennen uns zur Südtiroler Autonomie und auch zum Energieausbau und dieser Energieautonomie. Und wir nehmen hier alle anderen politischen Kräfte auch bei ihrem Wort, die man jetzt auch im Zuge des Parlamentswahlkampfes gesehen hat, die alle gesagt haben, sie würden für mehr Autonomie eintreten. Bitte, hier ist ein Betätigungsfeld, das wirklich jedem in diesem Land zugutekommen würde. Ich gebe das Wort an unseren Generalsekretär, bitte. Vielleicht auch noch deine Einschätzung zur derzeitigen Situation. Ich halte es ganz kurz. Es ist ein Versäumnis, das uns seit vielen Jahren begleitet. Es gibt die Spielräume laut dem Autonomiestatut, es gibt die Südtiroler Energieverband, es gibt die Akteure am heimischen Erzeugermarkt. Wir wissen, dass wir in Südtirol ganz andere strukturelle Verhältnisse haben. Unsere Erzeugerbetriebe sind viel kleiner, trotzdem haben wir momentan die Regelungen für den Gesamtstaat. Das Energieproblem ist momentan das, was den Bürgern unter den Nägeln brennt, und eine Landesregierung wie die jetzige, die seit Monaten oder mittlerweile Jahren auf der einen Seite sagt, sie kann nichts machen, sie glaubt, sie hat da keine Zuständigkeiten. Das ist einfach eine Mutlosigkeit und ein falscher Ansatz. Wenn in der Südtiroler Geschichte das früher so gewesen wäre, in der Generation von Maniago oder Benedikter und wie sie alle geheißen haben, dann würde es heute sehr, sehr schlecht um die Südtiroler Autonomie ausschauen. Also wir Freiheitlichen verlangen schon, dass die Südtiroler Landesregierung, auch die Südtiroler Volkspartei im engeren Sinne, dass die endlich zu dem Thema auch mit Mut und Gestaltungswillen einen Schritt voran machen und im Sinne der Bürger Südtirols zu einer konstruktiven Lösung hinarbeiten und alle Spielräume, und seien sie auch noch so klein, ausnutzen. Danke. Vielen Dank. Ich darf daran erinnern, dass es die Freiheitliche Fraktion im Landtag war, die heuer im Frühjahr die Landesregierung auch dazu bewogen hat, mit einem Beschlussantrag, der genehmigt worden ist, dass zwei Gutachten in Auftrag gegeben worden sind seitens der Landesregierung an zwei italienischen Universitäten, eine in Trient, eine in Bologna, wo bis heute leider noch keine Ergebnisse veröffentlicht worden sind, interessanterweise. Also hier würde man sich auch ein bisschen mehr Zeit, ein besseres Zeitmanagement wünschen angesichts der prekären Situation in diesem Land. Aber auch das ist bezeichnend, dass man anscheinend bis heute auch nicht einmal aus eigener Kraft oder aus eigener oder eigenen Vorstellung wegen sich hier interessiert hat in den letzten Jahren, welche autonomiepolitischen Spielräume und Möglichkeiten dieses Land eigentlich hat. Und das spricht für mich nicht für eine proaktive, in Richtung Vollautonomie blickende Landesregierung, sondern wenn hier eine Oppositionspartei die Landesregierung erst zum Kämpfen tragen muss und erst einmal zwei Gutachten in Auftrag gegeben werden müssen, um einmal zu schauen, wo sich unser Land überhaupt befindet auf dem, im rechtlichen Bereich, was die Energiepolitik anbelangt, dann sind das für mich wirklich Versäumnisse, die jetzt hoffentlich wettgemacht werden und wo wir jetzt durch diese wahnsinnig prekäre Situation wahrscheinlich auch leichter den Druck erhöhen auf die Landesregierung, hier endlich aktiv zu werden. Dankeschön.